vorangesehen den Hans Palaske mit einer Cessna Pushpull, da werde ich Ihnen noch gleich ein bisschen was dazu erzählen. Dahinter kam dann der Vito Wibrechtinger mit der Su 29, also mit der Sukhoi, und dann kommt ganz am Schluss, das ist der Raimund Riedmann, der Chefpilot der Flying Pulse, mit der Cessna Amphibian Caravan, also auch ein ganz ein... Vorne ist ein Propeller, hinten ist ein Propeller. Einer zieht, der andere schiebt. Und damit ist das schon erklärt. Also genau heißt die Typenbezeichnung Cessna 337 Push Bull. Jeder Motor hat eine Leistung. Um das Ganze in der Balance zu halten. Links und rechts sehen wir Sukhoi und Extra. Und verfolgt wird das Trio, ist ein wunderschönes Flugzeug auch, die Cessna Caravan. Mit diesen schön geformten Schwimmern. Also, wenn Sie da mal einen Eindruck gewinnen wollen, wie das ausschaut, von dem haben gesprochen und geplaudert, habe ich gesagt, ist das nicht ein bisschen schwierig, gerade das Landemanöver dann mit diesen kleinen Rädchen unten dran, und sagt er, nein, also man muss wirklich sagen, diese Maschine liegt so ausgewogen in der Luft, also absolut unheikel. Auch im Landemanöver. Aber da spricht natürlich ein ganz, ganz großer Könner. Das möchte man schon hinzufügen. Das ist jetzt die Sukhoi. Ein super klasse Flieger, aber ich habe mir das erzählen lassen, was jetzt die Kunstfliegerei anlangt, hat diese Sukhoi einen kleinen Nachteil. Sie braucht ungefähr viermal so viele Wartungsstunden wie zum Beispiel die Edge 45, wie sie zum Beispiel auch der Hannes abgeflogen hat, oder die Extra 300. Also viermal so viele Wartungsstunden. Aber ich finde, schaut richtig ästhetisch und toll aus. Und im Kunstflug bewegt natürlich, da kann sie dann ihre ganz große Klasse ausspielen. Noch ergänzend zur Cessna Caravan, hat eine Spannweite von 16 Metern und diese Propellerturbine leistet knapp 700 PS, also ganz genau gesagt 675 PS. Also da ist schon Leistung drinnen, aber man muss sich vorstellen, so ein Flugzeug aus dem Wasser zu holen, da brauche ich auch den entsprechenden Vortrag. Hat immerhin eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h, also da geht schon was weiter. Angenehmer Sound, und das ist ja auch das Interessante, die Bushpull, die wurde ja nach ihrer ersten Inbetriebnahme, eilte ja der Ruf voraus, ein lärmtüchtiges Teil zu sein, und bei diesem Flugzeug der Flying Pulse wurde ein neues Verdachtungssystem eingebaut und dadurch reduziert sich das auf eine sehr, sehr angenehme, auf einen sehr, sehr angenehmen Pegel. Das finde ich auch eine sehr wichtige Maßnahme natürlich. Man kann sich das aber vorstellen, mir wurde das auch erklärt, warum das so ist, weil wenn der Propeller, der vorne praktisch die Luft beschleunigt und dreht in eine Richtung und dieser Wirbel dann runter. Ich ihn und seinen Ehrgeiz kenne. So, dahinter sehen wir dann Extra und Sukhoi und dann kommt Raimund Riedmann mit der Cessna Caravan auch fein hingesetzt, genauso wie er mir es erzählt hat, also kein Problem, Flo. Also für den Experten natürlich. So, das war also die Slow-Movie-Performance der Flying Pulse. Laufrad mit gelben Speichen. Bitte, sagt sie Adrian, komm zum Lost-and-Found-Schalter. Direkt in der Nähe des Towers. Und Adrian, wenn du das hörst und nicht mit dem Laufrad, Hungary und Peter Bershany. Und normalerweise waren sie ja auf der ganzen Welt unterwegs, aufgebaut mit diesem Parcours von Pylonen.